Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir sehen schon, ein neues Pferd ist zum Kauf bereit, und zwar die Erde in dem Erdepaket. Da können wir uns das ja eigentlich ansehen. Nee. Sind auf jeden Fall ihre Ausrüstung dabei. Einmal, denke ich, der Hut. Und das andere könnte vielleicht hier unten diese Gamaschen sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, mal schauen, ob sie irgendwann noch mal anders zu halten ist, außer mit echt Geld. Dann gibt es zwei Pferde hier als Dressursieger, die sehr interessant sind für mich, wo ich aber nicht mehr genug Diamanten bekommen werde. Und zwar einmal Prinzessin Qualle. Und dann auch gleich noch Carpo. Und ja, die hätte ich an sich gerne beide. Problem ist, ja, 2780 Diamanten braucht man für Carpo, 2850 für Prinzessin Qualle. Schwierig. Ja, das ist jetzt nicht interessant. Auf jeden Fall die Geschichte zu Carpo. Carpo verkörpert wie keine andere die Ansammlung von Magie. Ihr Körper ist mit Wein und goldenen Ähren geschmückt und reflektiert das milde Sonnenlicht des Herbstes. Wenn sie vorbei paradiert, stehen die Menschen, sehen die Menschen sie nur an, als Ansammlung goldener Lichter vorbeieilen. In ihrem Schatten finden sie reife Früchte und dicke und süße Weinreben, die zum Pflücken bereit sind. Ja, das ist ja wenigstens mal was Positives. Und die Qualle, da bin ich mir nicht sicher, ob wir es schon mal gelesen haben, aber die freundliche und wunderhübsche Prinzessin Qualle war beim ganzen Volk von Atlantis beliebt. In der Nacht der Corals Prophezeiung enthüllte, mit welcher Zorn Neptun Atlantis zerstört wurde, befahl Orca den Palastwachen, die Prinzessin um jeden Preis zu schützen und sie sicher an die Küste zu geleiten. Als die Sonne schließlich über dem Meer aufging, hatte die Prinzessin überlebt, doch all ihre schützenden Wachen wurden durch den Mahlstrom verschlungen. Ihnen zu Ehren verwandelte sie alle in schimmernde Perlen, die sie jeden Tag zu ihrem Gedanken trägt. Gut, das ist eher wieder nicht so eine schöne Geschichte. Ja, was ist in der Zeit passiert, in der ich jetzt doch einige Tage nicht aufgenommen habe? An sich nicht so viel. Die beiden Onyx-Einhörner müssen noch trainieren. Abia hat bald Level 14 und der Onyx ist Level 14, ist demnächst austrainiert. Ein bisschen wird es noch dauern. Dann gibt es aber das Sonneneinhorn, Stufe 4, jetzt auch als Zertifikat. So, können wir hier mal schauen. Es hat leider nicht geklappt. Ich erwarte Stufe 3. Aber ja, so wird es aussehen. Erinnert mich von der Farbe, glaube ich, eher an Stufe 1. Ja, an Stufe 1, nur mit so einem, ja, besonderen Horn, die Hornform, die auch das Standardeinhorn jetzt auf Stufe 4 hat. Ja, welche Einhörner fehlen uns dann noch auf Stufe 4? Das Spinell Feenpferd fehlt auf jeden Fall. Und ich glaube, das Lava-Einhorn. Genau. Spinell Feenpferd und Lava-Einhorn fehlen noch. Na, mal schauen, wann die beiden als Stufe 4er zu erhalten sind. Als nächstes leider nicht. Ach so, hätten wir ja gleich nochmal gucken können. Hier die gewöhnlichen Pferde haben auf Stufe 4 als nächstes das Welchpony, den Dole und den Pasofino. Auf jeden Fall auch sehr schicke Pferde und wir können noch mal gucken. Ja, es geht noch, aber trotzdem sollte ich ein paar Edelsteine sammeln. Können wir noch mal zur Post gucken. Wir haben Hilfe erhalten. 17.000 Münzen als Stallbursche verdient, habe ich offenbar doch ein paar Tage nicht abgeholt. Ja, wir wurden besucht. Tagesbelohnung habe ich nicht abgeholt und ja, die Werbung schauen wir jetzt nicht. Wie sieht es denn hier eigentlich mit dem, ach so, mit dem, ja, Goldschweif? Dürfte ich dann auch langsam mal mich entscheiden, wer verkauft wird und wen ich hier in den Ställen unterbringe. Aber wir können ja nochmal das Glücksrad drehen. Dann gucken wir auf jeden Fall nach Montana. Denn die Zucht in Montana ist auch mittlerweile abgeschlossen.
glaube, den Zuchterfolg hatten wir denn vielleicht sogar zusammen während der Aufnahme. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir gucken uns auf jeden Fall mal unser Fohlen an. Die habe ich nämlich jetzt doch lange Zeit als Fohlen da stehen lassen, die gute. Und ja, ich bin jetzt ganz froh, wenn sie dann trainiert werden kann. Und zwar die Belia Dämonenpferde. Und da hat es dann endlich auch mit Stufe 3 als Stute geklappt. Ja, noch heißt sie Abia, wo... Ich glaube, können wir sie nicht auch Hestia nennen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine mich erinnern zu können, dass so die Herrin der Unterwelt hieß und ein Dämonenpferd, das passt, denke ich mal, schon. So, eine Abia weniger. So sieht sie auf jeden Fall als Fohlen aus. Total süß. Oh, und sie wird schon erwachsen. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns an sich fast nur noch das Training für die Belia-Dämonenpferde. Bei den Stufe 2ern muss ich mich dann jetzt mal entscheiden, wen ich verkaufe. Und bei Stufe 3 wird uns, oder können wir ihn vielleicht jetzt schon, Yves? Ah, Level 11 ist eigentlich okay. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir am Glücksrad noch Glück. Natürlich nicht. Wir bekommen den Kirschkuchen. Aber an sich finde ich es auch gerade gar nicht so verkehrt, dass wir hier kein großes Event in Horsehaven haben. So bleibt dann doch ein bisschen Zeit für die ja, Geburtstagsfeierlichkeiten in Star Stable. Aber wenn das vorbei ist, wird es auch wieder mehr Horsehaven-Videos geben. Wir bekommen jetzt auf jeden Fall erstmal für den Yves 70 Diamanten. Dann haben wir hier schon mal einen Platz mehr. Genau, und die Stufe 2er müssen wir mal schauen. Als Stufe 1 bekommen wir dann bald noch die Stute. Ja, ist jetzt die Frage, behalten wir den Hengst, behalten wir die Stute dann? Stufe 3 haben wir ja zum Glück beides. Stufe 2 würde ich auch gern wenigstens einmal behalten. Ich finde einfach beim Dämonenpferd finde ich jede Stufe schön. Sehr, sehr schick. Deswegen, ja, doch, muss einfach jede Stufe irgendwie vertreten bleiben. So, wir können... Achso, das ist das Erdepaket, ne? Genau. Was gibt es hier aktuell? Immer noch Koralle, Orca, Rotfeuerpferd und Akata. So, dann gehen wir nach Frankreich. Und in Frankreich würde ich gerne einen Zuchtversuch unternehmen. Den habe ich vorbereitet. Ist allerdings jetzt nichts Neues, sondern einfach nur der Versuch, hier das Geister Mavari als Hengst auf Stufe 3 zu bekommen. Wir gucken mal, 22% Chance haben wir heute. Sieht nicht so gut aus. Nee. Leider nicht wieder Stufe 2. Aber die Stufe 2er trainiere ich und verkaufe ich für Diamanten. Gut, dann muss ich dann nachher nochmal die Zuchtzeit verkürzen. Dann haben wir hier unsere Abia. Die Legolas-Stute, Stufe 3 müsste es sein. Wir gucken gleich nochmal. Ja, wir kriegen noch mehr Kuchen. Das ist jetzt schwierig. So, ich muss leider einen kurzen Cut machen. Kleiner Augenblick. So, da hat das Telefon kurz gestört. Aber jetzt geht's weiter. Wir gucken mal. Ja, so sind ihre Werte jetzt. Eisläufer hat sie bekommen, Sprung ist ja ganz gut, Ausdauer ist auch okay, Geschwindigkeit ist halt leider nur Silber. Aber vielleicht kriegen wir das auch noch ja, verbessert.
Genau, Legolas Stufe 3. Da hatten wir ja bis jetzt nur den Hengst. Und jetzt haben wir auch ein Stütchen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich die, ja, irgendwo unterbringe, genauso wie die Dämonenpferde. Das hier sind die Verkaufs. Oh, die sind noch nicht. Ja, gut, das ist ein Fohlen. Ist definitiv nicht so weit. Er wird der nächste sein. Aber wir können ja wenigstens mal schauen. Ja, gucken. Oh, Müsli-Riegel sieht auch ganz schlecht aus. Ja, verkaufen wir doch einfach mal ein bisschen Kuchen. Aber selbst das reicht kaum. Okay. Ungewöhnlich, dass wir hier Müsli-Riegel Mangel haben. So, die sechs verkaufen wir, dann haben wir noch drei. Aber wir schicken dann die drei erstmal auf die Weide, würde ich sagen. Und dann schauen wir nochmal nach Deutschland und kurz nach Großbritannien. Und ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Momentan ist es trotzdem mal ganz entspannt, dass ich hier ja nicht ständig neue Pferde habe, wobei ich schon gerne ja, Qualle und Capo wird es definitiv nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch genug Pferde trainiert und verkauft bekomme, dass ich die fast 3000 Diamanten zusammenbekomme. Schwierig. So, hier haben wir die Rotfeuerpferde. Da könnten wir, ich glaube, genau, er hat Level 12, den verkaufen wir jetzt auch. Ach so, und die anderen, ich hoffe, ich habe mir das richtig notiert. Name für den Rotfeuerpferd Hengst wurde mir Theroys vorgeschlagen. So heißt wohl der Rotfeuerpferd Hengst, wenn man ihn so bekommen hat für die Rennen. Oder vielleicht auch, wenn man ihn gekauft hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall vom Spiel vergebener Name für den Hengst. Vielleicht auch für die Stute, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wurde es vorgeschlagen und ich dachte, ja, ich kann es zwar nicht gut aussprechen, aber wir nennen ihn so. Den Namen werden wir definitiv für kein anderes Pferd verwenden. Hier haben wir jetzt mal Glück. Ja, doch. So, und dann wird uns der gute Agent verlassen für 97 Diamanten. Damit wir hier auch noch mal einen Platz haben. Stufe 2. Ja, ist eigentlich auch schick. Aber, also einer wird uns definitiv verlassen. Wahrscheinlich ist aber, dass es irgendwann beide sein werden. Ach, Dori hat auch noch ein Level up. Dann gucken wir doch bei ihr auch noch mal rein. So, aber. Bei ihr wäre natürlich die Verbesserung schöner. Und es wird die Ausdauerverbesserung sehr schön. Okay, ja, dann kann sie eigentlich auch weiter trainieren. Ich glaube, Stufe 2 gab. Da gab es noch einen mit Level Up, der Abbas. Level 11. Zum Verkauf würde es reichen. Abi hat auch Level 11. Schicken wir erstmal die Stufe 3er los. Ich glaube, Stufe 1 ist fertig trainiert. Und dann gucken wir gleich nochmal zum Glücksrad. Naja, 2000 haben wir fast, aber trotzdem. Wir haben noch ein paar Verkaufspferde, aber die müssen ja auch trainiert werden. Es wird schon wieder Kuchen. Naja, wenn beim Verkaufen ist es ja nicht dramatisch, dass er die Verbesserung nicht bekommen hat, aber naja, der Kuchen, da hatten wir jetzt schon 24 heute bekommen. So viel verfüttern werden wir wahrscheinlich demnächst erstmal nicht hinbekommen.
So, und Großbritannien, da habe ich ja so ein paar Sternzeichen gezüchtet. Problem ist, dass momentan hier nicht groß trainiert wird und wir kaum Platz haben. Und mittlerweile sind hier auch zwei Pferde, die ich behalten möchte. Und zwar die Katniss, die kennen wir ja. Ich glaube, die hat aber ein Level Up. Da müssen wir mal reinschauen. Genau. Und dann die Paige. Unser Steinbock Generation 3, Stufe 3 Stütchen. Die habe ich auf jeden Fall zwischendurch noch züchten können. Und ja, sonst würde ich bald mal schauen, dass ich mit den eigenen Pferden züchte. Das ist schade. Ausdauer auf Diamant wäre schon gut gewesen. naja. Ja, jetzt gibt es Traubenfutter. So die ganz wichtigen Sachen. Aber sie ist wunderschön. Aber rumdrehen möchte sie sich jetzt nicht. Aber ich glaube, sie hatten wir auch schon gesehen. Aber die gute Paige nicht. Und das müsste sie hier vorne sein. Genau. Ja. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal zwei Generation Dreier Pärchen auf Stufe 3. Dann könnten wir da nämlich theoretisch auch von uns aus Stufe 3 einfach züchten, um die dann zu trainieren und für Diamanten zu verkaufen. Problem ist, ich würde sie an sich dann gerne mal reinstellen, aber wir haben hier keinen Platz, deswegen schicke ich Paige und Katniss erstmal auf die Weide. Bei den beiden können wir gleich mal gucken, welches Level die haben. Das Schöne ist ja, man kann sie ja auch mit jedem Level verkaufen für Diamanten. Es bringt nur meistens nicht ganz so viel und auf Level 5 kriegt man die ja sehr gut. Ja, er hat Level 8, Level 7 und das nächste Level ab, das dauert nicht lange. Ah, hier, naja. Ich würde sagen, da wir hier gerade den Zuchtstall eh leer haben, schicken wir die beiden mit auf die Weide. Da wird ja demnächst erstmal kein Fohlen kommen. Die Zucht allerdings dauert auch relativ lange mit den Generation 3 an Stufe 3. Ich denke mal, mit Generation 2 und 1 ist es dasselbe. Dauert irgendwie über 2 Tage. Aber gut. Man bekommt ja dafür dann auch was. Wie sieht es denn hier aus? Nicht so gut. Gibt es hier mal was Neues? Nee. Futtermittel ernten, Jagdrennen in Russland, Futtermittel verkaufen. Ja, ernten und gleich verkaufen, das ist nicht schlecht. Eine Stute auf der Ranch in Fürsten, das ist problematisch. Wobei, wenn wir eine Stufe 2er, aber egal. Wir gucken jetzt erstmal hier das Quiz an. Vervollständige Sprichwort. Immer sachte mit den wilden, alten, jungen Pferden. Das müssten die jungen Pferde sein. Wenn jemand von einer Pferdeoper spricht, was meint er dann? Ein verrücktes Drama, ein Western, grauenvolle Musik, das ist der Western. Und die Aztekerrasse wurde 1972 für Karossreiter erschaffen. In Brasilien, Mexiko, Montana, das müsste Mexiko sein, genau. So. Und dann würde ich aber auch sagen, war es das erstmal wieder für heute. So haben wir wieder erstmal einen kleinen Überblick, was sich so in der letzten Zeit getan hat. Ja, momentan Zuchtziele. Tja, Mavari, Geister-Mavari-Hengst auf Stufe 3. Und sonst Sonneneinhorn auf Stufe 4 züchten. Und mehr ist an sich momentan nicht unbedingt geplant. Schön wäre es. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir hier Platz bekommen, um die Sternzeichenpferde wegzustellen. Wie sieht es denn hier aus? Ja, nächsten Monat gibt es erst nochmal die Ausrüstung fürs Dämonenpferd und danach bekommen wir, also im November, die Oasenerweiterung. Und ich weiß gar nicht, hatte ich hier schon eine? Nö. Ja, die würde ich dann gerne hier einsetzen. Und ja, dann hoffe ich, dass ich hier erstmal die weiteren Sternzeichenpferde gut unterbringen kann. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!